Dass wir so starten in die Saison, das gibt einen Riesenschub. Und da können wir uns alle heute auf die Schulter klopfen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Jeder hat gefightet bis zum Umfallen. Und ja, das müssen wir weitermachen. Also wenn wir die Einstellung müssen wir an den Tag legen und dann sieht man, dass sowas dann auch mal möglich ist. Ich sag mal, wir kommen ja nicht ganz so gut in die Partie. Man merkt, dass wir ja schon nervös sind. Das ist natürlich klar, ne? Junge Mannschaft, erstes Mal Bundesliga für viele von uns. Und steigern uns dann im Verlauf des Spiels. Und dann kommt die Halle ins Spiel. Das ist wichtig. Ja, das brauchen wir, weil zu Hause müssen wir viele Punkte holen als Aufsteiger, wenn wir drinbleiben wollen. Und hinten raus ist dann einfach nur ein schönes Gefühl. Ja, natürlich immer weiter, immer so viele Punkte einheimsen, wie es geht, ne? Ja, und müssen wir halt auch uns, denke ich, weiter darauf konzentrieren, auf unsere Stärken, so wie heute. Ja, schön Tempospiel und gute Abwehr und dann haben wir auch gegen viele Mannschaften in der Liga eine Chance, denke ich. Ja, also Hamburg ist natürlich immer ein starker Gegner. Also wenn man sieht, wer dort aufläuft mit Adi Pahl, mit Pascal Hens, Jogi Bitter im Tor. Also das ist eine unglaubliche Mannschaft. Und ich denke, wie gesagt, jetzt können wir uns kurz freuen. Die haben natürlich einen riesen Umbruch gehabt. Und ich denke, wir haben sie genau dort erwischt, wo wir sie haben wollten heute.